wir jetzt beim Armzug bleiben, dann gibt es Smash Volleyball aus Holland. Ich weiß nicht, ob das in einem der MOOCs vielleicht sogar schon ein Video mal drin war, was halt dann genial ist. Ne? Ich muss dann halt meine Regeln bei dem Spiel so anpassen, dass die Aktion oder auch der Knotenpunkt, den ich trainiert habe, dass der dann auch wirklich vorkommen kann. Beim Thema Angriff zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Spieler hinter dem Ball bleiben, dann sollte ich halt mit tiefem Netz arbeiten. Wenn ich dann ein hohes Netz, gerade bei Jugendspielern habe, ja, dann können sie ja nicht hinter dem Ball bleiben und den Ball über das Netz schlagen. Und so dann spiele ich halt mit einem tieferen Netz, ne, und vereinfache die Regeln so, dass halt die Aktion, die wir gerade trainiert haben, dass die Spieler die Chance haben, die Aktion auch aufzumachen.